Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Papastathopoulos. Pizarro. Ein herrlicher Pass. Zweikampf um den Ballbesitz. Gehalten zunächst. Jan Rosenthal. Schuster. Jan Rosenthal. Das war die einzige Chance, die er hatte. Markus Rosenberg. Jetzt kann er flanken. Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Einwurf. Da wird der Trainer zufrieden sein. Jan Rosenthal. Schuster. Jan Rosenthal. Gott. Der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Nicht viel Heckmeck, ohne Nerven verwandelt dieser Elfmeter. Sensationell, ohne jedes Nervenflattern. Pizarro. Du kannst gar nicht so schnell gucken und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. Jetzt greift er ihn an. Schuster. Jan Rosenthal. Schuster. So sieht ein Pass aus. Und der kommt genau an. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Pizarro. Fritz. Ekichi. Ja, das könnte was werden. Schuss und... Verzogener Ball, wie ein verzogenes Kind. Ja, und wie ein verzogenes Kind steht er da auch zum Ball. Nämlich alles andere als optimal. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Rödel. Gutes, schnelles Passspiel. Hand. Lukas Schmitz. Hand. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Und schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Schuster. Ma
Rakia, der am Ball. Klasse Zuspiel. Schöner Pass. Achtung, jetzt. Und der Keeper ganz sicher. Und damit ist die erste Hälfte absolviert. Ein guter erster Durchgang. Siehst du das auch so, Frank? Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Jan Rosenthal. Schuster. Ja, tolle Chance. Gut geflankt hat er. Achtung! Muss er doch einmachen, geht aber ganz knapp daneben. Schade, 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 das muss er sein. Ganz sicher hat er das gemacht. Schuster. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Toll gemacht! Wunderbar herausgespielt. Ball im Aus, gibt Einwurf. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Die Flanke kommt gut. Super Flanke, dachte ich so bei mir. Ist aber nichts draus geworden. Fritz. Sicher in der Ballbehandlung. Toller Pass. Werder Bremen auf dem Weg zum Tor. Kämpferisch, ohne Fehl und Tadel. Sie wollen unbedingt noch den Ausgleich. Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und es geht immer noch nichts zusammen. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch noch mal was zu verändern. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Jan Rosenthal. Tolle Chance, toll, wie er das macht, und er trifft den Pfosten, aber Achtung! Pizarro. Ekichi. Jetzt schießt er und Tor, Ausgleich. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Macchia, der Ball. Jetzt wird es ganz offensiv. Jetzt werfen sie alles nach vorne. Ja, und man erkennt deutlich, die wollen also hier nicht einen Zähler mitnehmen. Sie wollen den Dreier. Das sieht gut aus. Die verstehen sich blendend. Stark gemacht. Und das macht er richtig gut.
Und jetzt! Das könnte noch mal die Chance sein zur Führung und damit vielleicht auch schon zum Sieg. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt noch mal einen neuen Mann. Ball im Tor aus, Abstoß. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Und so kurz vor Schluss lege ich mich fest, wer jetzt das Tor schießt, der hat gewonnen. Schuster. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Klare Sache, Einwurf. Arnautović. Nach zweimal 45 Minuten haben wir keinen Sieger gesehen.